Das großflächige Gestalten ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Meist zeichnen wir ja auf A4-Papier oder noch kleiner. Wichtig ist, dass du alles stark aus dem Körper heraus machst. Also beispielsweise Linien, dass du da wirklich mitgehst, die Bewegung nachvollziehst mit dem ganzen Körper. Also auch in der Horizontalen versuche ich mir einen Anfangspunkt und einen Endpunkt vorzustellen und die Bewegung mache ich mit. Dadurch gelingt es mir viel besser, eine möglichst gerade Linie zu machen und vor allem bin ich auch schneller. Noch ein Titel. Möglichst gleichmäßige Grundformen. In diesem Fall mache ich jetzt noch eine Wolkenform, damit der Titel so ein bisschen sich abhebt. Und jedes Plakat braucht einen Rahmen. Dadurch wird es ein bisschen zusammengehalten. Dieser Rahmen, der muss nicht ganz durchgehend sein. Also wenn zum Beispiel ein Inhalt wie hier jetzt darüber hinausreicht, dann unterbreche ich die Rahmenlinie einfach. So. Dann ist es A und O für die Geschwindigkeit, vor allem beim Live-Visualisieren, dass du die Grundformen beherrschst. Eine wichtige Grundform sind die Bögen. Auch die werden aus dem Körper herausgemacht. Ich mache es natürlich jetzt hier ein bisschen übertrieben. Diese Bögen kann man beispielsweise für das Bild einer Wolke brauchen. Hier in Kombination mit Linien. Oder natürlich für Personen und Personengruppen. Ein weiteres wichtiges Element ist das Rechteck. In diesem Fall als Schloss. Oder der Kreis. Hier kombiniert mit Rechtecken zu einer Lupe. Dann auch hier wieder ein Titel. In diesem Fall helfen mir jetzt die Häuschen, damit es einigermaßen regelmäßig wird. Auch hier wieder ein Rahmen rundherum. Du siehst, es muss also kein Kunstwerk werden. Das A und O ist die Geschwindigkeit, dass du möglichst schnell mit möglichst einfachen Mitteln deinen Inhalt auf den Punkt bringst. Auch wieder ein Rahmen. Und zu guter Letzt noch, damit die Wirkung noch etwas stärker wird, unterstreiche ich vielfach wichtige Wörter mit Gelb. Dadurch heben sie sich hervor. Oder ich mache Schattierungen, stelle mir viel vor, dass das Licht von oben links kommt und entsprechend ist der Schatten dann jeweils unten rechts. So, vielleicht auch hier noch ein Schatten. Ja, das braucht jetzt ziemlich Übung natürlich, auch wenn es sehr einfach ausschaut, aber das großflächige Gestalten, da musst du dich ein bisschen reinschicken und manchmal bringt es auch etwas, wenn man zuerst eine Vorübung macht, nochmals Linien macht, um so das Zeichen ein bisschen ins Gespür zu bekommen, bevor man dann richtig loslegt.